Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsh-Map in der Version 3.0 ohne Gräben. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, mir ist bei der letzten Aufzeichnung tatsächlich das Spiel abgestürzt und ich konnte nicht mehr speichern, sodass doch so ein bisschen Arbeit von mir leider futsch ist, was ich sehr schade finde. Ja, nützt nichts. Wir müssen erstmal gucken, warum hier irgendwer im Verkehr feststeckt. Ja, gut, ist natürlich klar. Weil er hier natürlich voll im Weg steht. Kann man da nicht mal zwischendurch laufen, oder was? Das ist ja unfassbar. So, das heißt, wir müssen einiges von dem, was wir bisher schon gemacht haben, was ihr auch schon gesehen habt, müssen wir nochmal machen. Ich hätte das zwar ja jetzt auch ohne euch machen können. Und hätte einfach sagen können, komm, drauf hier schissen, auf Deutsch gesagt, aber das mache ich nicht. So, was wir jetzt unbedingt machen müssen, ist, wir müssen Stroh hier wegholen und wir müssen auch unbedingt Mischfutterrationen hier noch herbringen. Ich gucke erstmal beim Mischfutterwerk nach, weil ich nicht genau weiß, wie weit wir gekommen sind. Sprich, was hat er gespeichert, was hat er nicht gespeichert. Weil ich weiß, dass das Mischfutterwerk zum Beispiel nicht mehr produzieren konnte, weil zu viel Mischfutter da war. Wir haben aber schon Stroh hingebracht. Ich hätte jetzt auch Stroh mitnehmen können, ich Vollidiot. Aber habe ich nicht. Habe ich vergessen. Ich befürchte nämlich, dass meine ganze Arie mit dem Stroh hier hinbringen nicht gefruchtet hat. Das sehen wir jetzt auch. Doch, das Mischfutterwerk scheint zu produzieren. Stroh ist auch da. Ich gehe mal eben schnell gucken. Und ansonsten bringen wir nämlich jetzt nochmal ganz viel Stroh zum Kompost. Wir werden hier sonst den nämlich überhaupt nicht. Mischfutter 64%. Ja, das kann auf jeden Fall noch erstmal produzieren. Das ist überhaupt kein Thema. Wir nehmen jetzt hier gleich mal welches mit. Und dann schicken wir ihn hier los, Stroh zum Kompost zu bringen. Und wir holen uns gleich noch Strom im MAN. Um einfach die Pelletproduktion auch noch im Gang zu halten. Wobei, da ist mehr als genug. Ich bin ja schon froh, dass er zumindest meine ganze Forstarie mitgemacht hat. Und ich jetzt beim Forsten nicht noch alles wieder neu machen muss. Da hätte ich mich ja nicht mehr die Kugel jetzt gegeben, wenn ich jetzt alles nochmal abholzen müsste. Das ginge gar nicht. Da hätte ich gar keine Lust zu. So, mit ihm hier holen wir jetzt gleich erstmal Stroh für die Pelletproduktion. Ich kann auch mal gucken. Ich meine, ich hätte da mal einen Kurs für fertig gemacht. Einen Cosplay-Kurs. Aber ich bin mir da auch nicht wirklich sicher. Feldweg ist doch der beste. Ich denke mal, in der Version mit Gräben ist ja ein Graben. Dann wäre mein Lieblingsweg gar nicht verfügbar. Aber hier fahre ich wirklich gerne lang, weil mir das viel Gekurve spart. Das ist ja auch ein schöner breiter Feldweg. Da kann man auch Gegenverkehr haben. Überhaupt kein Thema. Ich habe immer noch nicht ganz drüber hinwegkommen ist, dass dieser Ladewagen, mit dem ich Stroh hole, mehr fasst als einer von meinen großen Trailern hier. Da passen irgendwie 71.000 Liter rauf und hier passen 59.000 drauf. Da muss man doch was machen. Das geht doch nicht. Kann doch nicht so bleiben. Irgendwie ruckelt hier das Bild schon wieder.
Heißt das schon wieder, ich kriege schon wieder Probleme? Ja, Weizen ist leer, ich weiß. Ich will aber ja auch... Wie viel Mischration hatten wir hier drin? 212.000 Liter. Hackschnitzel. Unglaublich, wie viel Hackschnitzel wir haben. Wir müssen unbedingt die Zellstoffproduktion beliefern. Naja, ich weiß auf jeden Fall, mit diesen vier Feldern, die wir hier im Moment bewirtschaften, können wir dermaßen viel Stroh erwirtschaften, dass wir Kompost, Pelletproduktion, alles ausstatten können, wie wir wollen. Überhaupt gar keine Frage. Überhaupt kein Thema. Oh, der Milch-LKW ist auch voll. Den können wir gleich auch mal wegbringen. Dann kann die Molkerei nämlich weitermachen. Aber erstmal hole ich mir jetzt hier ihn hier zurück. Ein bisschen Mischfutter noch. Haben wir Reserve am Hof und der kann dann gleich erstmal den Kompost, die Kompostproduktion ankurbeln, damit wir uns dann Kompost für die Obstfarm und für die Gemüsefarm holen können. Das habe ich auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, aber wie gesagt, im Endeffekt fehlt uns hier ungefähr 15 bis 20 Minuten des Spielstandes. Ich konnte leider nicht mehr speichern. Muss mal gucken, es gibt doch auch irgendwie eine Möglichkeit, automatisches Speichern einzuschalten. Aber da muss man über die Konsole arbeiten, oder? Bei einer Game Extension gibt es doch, glaube ich, auch eine Einstellung dazu, zu dem Thema. Oh, Stroh ist schon wieder bei 100%. Der andere, das heißt, der steht hier auch gleich. Ja, den wird aber diesmal wieder sich leer machen können, weil ich ja hier den MAN voll gemacht habe. Was ja ganz cool ist. So, wir lassen jetzt erstmal Mischration hier. Wir sollten uns also angewöhnen für alle Cosplay-Kurse, die wir in Zukunft aufzeichnen, dass wir immer von dieser Seite aus ans Silo fahren. Dann gibt es da nämlich auch keine Überschneidungen, kein Gegenverkehr. So, hier laden wir jetzt gleich mal stumpf den Cosplay-Kurs. Hof, Silo, Kompost. Wird... Passen da jetzt rein? Egal. Können wir jetzt erstmal den Kurs hier fahren lassen. So, hier wird jetzt der Weg frei gemacht. Ach so. Muss man eben überhaupt erstmal gucken. Wo haben wir ihn denn jetzt? Da. Holt auch Stroh ab. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas anderes dahin bringe. Das wäre sehr ärgerlich. Wobei, ich habe ja eigentlich nichts anderes mehr. Der Rest ist ja leer, oder? Den Rest habe ich ja schon zu den Produktionen gebracht. Was ich immer noch nicht gemacht habe, ist die Kultivator-Density ausgetauscht. Das muss ich unbedingt machen. Mache ich auch noch. Oh, jetzt nicht. Wir schauen mal.
Pelletfabrik versorgen. Pellets gehen eigentlich immer, die kann man immer verticken. Zellstofffabrik versorgen mit Hackschnitzeln und Wasser. Weil das Papier kann man auch verticken und das ist auch nicht weit, das kann man alles direkt am Hafen verkaufen. Die Kartons, die können wir auch bei der Bäckerei gebrauchen. Und so weiter und so fort. Hier müssen wir unbedingt Gemüse wegholen. Sonst haben wir hier, steht die Produktion im Augenblick. Wir müssen Holz aus dem Wald holen. Ach, wir haben so viel zu tun. Das ist unfassbar. So viel Arbeit, so wenig Zeit. Erster wird leer gemacht. Ja, wunderbar. Der andere bringt auch das Stroh weg zum Komposter. Da sehe ich da oben links. Ja, mein MB-Trank mit Wasser, der steht irgendwo. Der Class Axion mit dem Ladewagen. Der ist unterwegs. Und lädt sich langsam wieder voll. Der müsste da auch irgendwann bald mal fertig sein. So. Ein Milch-LKW wartet. Auch schön. Den bringen wir jetzt gleich erstmal los. Molkerei, das stört uns ja nicht. Die kann ja schon im Hintergrund im Prinzip arbeiten. Das ist ja alles gut. Soll sie machen. Stört uns nicht. Wir haben unsere Ruhe. Ich meine, auch mal so ein Windrad kaufen. Die kann man ja auch kaufen. Die gibt es ja als platzierbare Objekte irgendwie, ne? Ich meine, ich... Also bei uns oben an der Küste gibt es jede Menge Bauern, die Windräder sich gekauft haben und sich damit, ich will nicht sagen dumm und dämlich verdienen, aber die schon ganz gutes Geld damit machen. Da ist ihnen vergönnt. Ich will da jetzt nicht sagen, dass ich denen das nicht gönne. Nee. So kleine Ruckler sind dann doch unschön. Wow, und das beim Aufzeichnen sehe ich gerade auch nicht so prickelnd. Dafür würde ich jetzt einfach mal sagen, wir halten hier mal an, ich speichere das Spiel und starte meinen Rechner mal neu, weil das geht ja gar nicht, was ich da sehe. Das ist ja nicht wirklich schön. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute ein bisschen eher als sonst. Sage tschüss, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, hinterlasst mir ein Like, ein Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Und tschüss!